Leute, vielen, vielen Dank nochmal. Ohne Witz, das sieht so lecker aus. Danke nochmal, dass ich ein bisschen ja, eure Werkstatt missbraucht habe. Ja, ich weiß, Bier hat geschmeckt. Bier schmeckt immer. Läuft, Leute. Vielen Dank nochmal, ich hau ab. Und ja, das war bestimmt nicht der letzte Besuch von mir. Alles klar. Reingehauen, Jungs. Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe so ein bisschen gepumpt an meinem Laster. Und ja, so ein paar Kleinigkeiten halt, ne? So. Wie wir sehen, ein neues Lenkrad. Hardcore, alles unter 8 Zylinder, ist asozial. Ist das sexy? Ist das sexy? Dann habe ich mir aus sicherheitstechnischen Gründen hier so einen kleinen, wie soll ich sagen, Bollemann fahr nicht so schnell Warner eingebaut. Ist ein ganz neues Modell, ob es funktioniert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich müssen da noch ein paar, ja, Software-Updates oder sonstiges, bis er alles drin hat. Mal schauen. Und aus sicherheitstechnischen Gründen haben wir einen kleinen Helfer hier mit bei. Und dann habe ich gestern noch meinen Bleistift rausgeholt und habe ein bisschen gezeichnet. Und dann habe ich es noch laminieren lassen. Und das hängt jetzt hier hin. Und ich finde, das ist echt schick geworden. Also mir gefällt's. Black Raven E-Star. Ja, ich find's geil. Ich find's geil. So, wir müssen aber los. Wir müssen los. Wir sollen nämlich Post Nord. Kredit, Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Da sollen wir uns vollballern lassen. Ich weiß noch gar nicht womit, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen gleich mal schauen. Biege nach links ab. Jawohl. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links abbiegen. Das tun wir. Biege nach links. Ja, ist ja gut. Ganz ruhig. Alter, die kommen hier an. Junge! Was stimmt mit dir nicht? Demnächst links haben die denn? So, was auch wichtig ist, ich habe jetzt endlich... Biege nach links ab. Aber ich sehe gerade, ich muss einmal ganz kurz gleich hier noch was ändern. Ja, das Kalle doch schon. Wir sind heile angekommen. Ich soll hier... Oh, guck mal da hinten. Alter. Ich weiß nicht was, ich soll hier auf jeden Fall laden. Hintenrum, vorne. Oh, Alter, es ist ja, er hat ja... Kalle weiß wieder Bescheid. Ich bin gleich wieder da, Leute. So. Also es wird... Elektroschrott, wollte ich gerade sagen. Elektronikteile wird es. Und... Das geht nach Saint Helier. Also bei Trinity.
Ich bin gespannt. Satte Tour, ich glaube 1100 Kilometer, wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist richtig was los, wa? Scheiße. Das muck wie anders, Leute. Das muck wir wieder oben ganz leichte Tour. Ja. Das gefällt mir besser. Sehr schön. Das schaut auch gut aus. So. Vielleicht wird das ja diesmal eine entspannte Tour. Schön wäre es, ja. Bevor wir das wieder vergessen. So, Kinders, bis gleich. Doch, Ballette, die haben sich aber Zeit gelassen jetzt so. Bin ich fast eingepennt. Das war, also... Das war schon ein bisschen knapp. Gucken, wie viele Kilometer das genau sind. Und dann geht's auch schon los. Ich hab Bock. Ich muss sagen, ich hab richtig Bock. So. Das löbt, das löbt, das löbt, das löbt, das löbt. Das Wetter ist schön. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ich glaube, heute wird ein schöner Tag. Heute wird einfach mal ein schöner Tag. So. Wir fahren. Mal gucken, ob wir so überhaupt fahren, wie er das will. Oh, das können wir bald so. Ja. Großartig was ändern kannst dann nicht. Dann geht's nochmal um Fähre. Ja, Trinity. Ich finde das eine schöne Strecke, 1200 Kilometer sogar.
Wir werden erstmal starten. Auf geht's. Das ist ja nichts. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Oh Mäuschen, muss ich jetzt echt wieder durch die 30er? Biege nach rechts ab. Ah, wir kannst du nicht vorher blinken oder was? Oh, tatsächlich. Oh, das mit dem Müll hier, diese Dreckschweine, das ist zum Kotzen, ehrlich. Guck mal, hast gesehen? Da blinkt er zurück, der Kollege. Ah, Scania-Fahrer, ne? Es geht halt nichts über den Scania. Es ist einfach das Schönste von die Welt, wenn du Scania fährst. Und wenn du keinen hast, verstehst du nicht, was ich meine. Verstehst du das? Immer geradeaus. Da ist übrigens der Detektor. Wie gesagt, ich bin gespannt. Hier ein Rennen oder was? Ja, du bist rüber gleich, ne? Komm, komm. So ist richtig. Da kann man auch mal freundlich sein, nicht? Man kennt ihn, den Bollemann. Biege nach rechts ab. Ja, das tun wir. Das werden wir tun. Hansestadt Bremen. Tschechische Republik. Ah ja. Natürlich. So. Und wir haben jetzt auch, das ist auch sehr... Ach, das war der falsche. Sehr gut. Ein Y-Lenkrad. Jetzt kann ich nämlich wunderbar erstmal losfahren. Wunderbar den Verbrauch im Auge behalten. Im Moment sehe ich leider nur, dass meine OBS-Aufnahme, glaube ich, nicht so toll wird. Ach du Scheiße. Der ist nämlich da ganz schön am Ruckeln. Oh mein Gott. Scheiße, scheiße. Ah, Kollege, Alter. Fuck, das ist nicht gut. Am Ruckeln. Mal abwarten. Danke. Da ist ja der Kollege. Ah, schön. Ich mag das Lenkrad auch. Und wie gesagt, freie Sicht auf die Instrumente. Das war mir sehr, sehr wichtig. Kleiner Penner. Kleiner, dummer Penner. So ein Arschloch.
ein Schwein, echt. Unfassbar. So, komm. Komm, was ist so? Also eben sah das schon sehr merkwürdig aus. Aber nun gut, wir wollen... Hier gucken wir mal. Schön Liebherr hat er drauf gehabt. Schön Liebherr 566. Da kommt Freude auf. So war das hier jetzt schon wieder. Wir haben noch kein... Moin. Ja, ja, ist ja gut. Was habe ich wieder vergessen? Ich wollte die Traffic unterstellen. Verdammte Scheiße. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das tun wir dann. Jawohl. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oh, oh, oh. Und doch, jetzt kann ich Schnur gehen. Feuer, Marianne! Oh, holla die Waldfee. Oh, wir bleiben mal hier. Ja, 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 ja. So schön. Alter, aber hier jetzt mal ohne Scheiß. Guckt euch das mal an. Bitte links halten. 35,9 im Schnitt. Also mehr geht nicht, oder? Mehr geht, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, wie Sasi das gemacht hat. Aber das ist schon echt crazy. Oh, 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 oh. Boah, du fährst, du ballerst doch jetzt bestimmt. Nee, 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 da muss ich jetzt aber mal los. Leute, so nicht. Ja, was gibt's Neues von den Kollegen? Der Herr Binford krauchelt immer noch in Skandinavien rum. Ich weiß gar nicht, ob seine Tour schon beendet hat mit seinen Batterien. Der Hermi hat seine Tour beendet und ist jetzt wohl wieder auf dem Weg, ich glaube nach Budapest. Also auf jeden Fall wieder Richtung Heimat erstmal. Der ist heilfroh. Da müssen die Schäden erstmal behoben werden. Neu foliert teilweise. Ja, das ist nicht schön, sowas. Also ich würde hier auch durchdrehen, wenn hier ein Kratzer rankommen würde. Also das war... Aber wie gesagt, er hat echt mehr Glück als Verstand gehabt in diesem in dem Szenario da. Das war unfassbar. Also dafür, dass er nur in Anführungsstrichen ein bisschen Kratzer und die Folierung gemacht werden muss. Junge, Junge, Junge. Unglaublich. Das ist schon heftig. Trotzdem würde mich mal interessieren, ob das Ding hier funktioniert. Ich meine, Blitze haben wir noch nicht gesehen, ne? Wieder auf der Promod zu fahren, ne? Das sage ich euch. Die Detailverliebtheit ist doch nochmal eine ganz andere Nummer. Sehr geil. Und dass er jetzt hier noch mit dem Moped rumdümpelt, weiß ich nicht, ob das so eine tolle Idee ist, aber gut. Muss ja jeder selber wissen.
Gasgelenker. Das ist echt schick. Oh. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo denn? Doof. Also wo ist aber hier? Wo denn? Bitte links halten. Ja. Also funktioniert du das scheinbar. Ich habe nur keinen Blitzer gesehen. Sehr, sehr merkwürdig. Also da werden wir auf jeden Fall dann nochmal genauer schauen, falls er wieder anschlägt. Diese Laufuhr. Ein Traum, ehrlich. Wahnsinn. Sag mal, das ist doch jetzt hier nicht wahr, oder was? Da schmeißen die Drecks-Mist-Pisskerle den Scheiß schon hier auf der Autobahn, mitten auf der Straße. Also das ist meine Fresse. Wenn ich so einen Penner sehen würde, der das rausschmeißt, ich würde hinterherballern, ihn ausbremsen und dann kriegt er hier mit meinem Kumpel, mit meinem neuen, kriegt er denn. So ein Arschloch, du, ehrlich. Mann, 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 du. Da kriege ich das kalte Kotzen, ehrlich. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Was immer du möchtest, mein Mäusechen. Was immer du möchtest. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, ja. Freundchen, Freundchen. Jetzt. So, du kommst mit. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst hier, oder was? So, Kameras. Alter Schwede. Die Tür machen wir aber noch forschungsmäßig zu. Bitte sein Kerl, sein Kerl. Das kann doch nicht wahr sein! Verdammt nochmal! Ich melde mich gleich wieder. So. Da bin ich wieder. Grete fährt vor mir. Oh, ich werd bekloppt. Ich werde noch bekloppt, ehrlich. Bild, wieso hätte. Warum ist das kein Kerl gewesen? Leute, fahren denn hier nur noch Frauen oder was? Mann, 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 du. Fuck. Ja, vorne rechts sieht richtig scheiße aus bei mir. Vorne links durch die Leitplanke noch besser. Oh, ich bin so, ich könnte kotzen, ich könnte. Rede gerade noch davon, von wegen, wenn mir sowas passieren würde, würde ich durchdrehen. Ich wäre auch durchgedreht, Leute. Mein Kamerad war dabei. Und was sitzt da drin? Eine Frau. Warum? Mann, oh Mann, oh Mann, du. Ehrlich. Ich könnte kotzen. Ich könnte so kotzen. Ach, halt dein Maul jetzt. So. Bitte versehen. Ja, fahr du auch noch dahin, wo. Am besten musst du auch noch dahin, wo ich muss. Denn ist hier aber gleich. Biege nach rechts ab. Mit der Versicherung ist geklärt. Rechts halten und dann rechts ab. Wer schuld ist, brauchen wir wohl nicht beantworten. Das hat mir ein Glas klar gesehen. Mann, 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 du. Ich mag gar nicht mehr schnell fahren. Ich. Oh. Der Bumper hängt runter, Jungs. Ich musste mit Panzertape das Ding fixieren. Ich. Oh, Alter, ehrlich. Oh, bitte links halten. So eine Scheiße.
ein Standbild. Oh, noch eins. Nanu, was ist denn jetzt los? Ja, läuft, würde ich sagen. Läuft, würde ich sagen. Nächste Werkstatt ist meine. Das muss auf jeden Fall erstmal gemacht werden. So kann ich nicht fahren. Ich meine, so schlecht zu sehen bin ich nicht. Ich bin so gut beleuchtet, dass wieso zieht die dusselige Kuh einfach rüber? Ich komme da gerade gar nicht so klar. Stunden haben wir noch Zeit. Guck an. Bitte links halten. Hey, 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 hey! Mach jetzt keinen Fehler hier, Freund. Zwölf Stunden noch. Oh, ich freue mich. Junge, was sind das hier für Standbilder? Nee, ich kann hier bleiben. Komm noch rüber! Hallo! Dann da, Finger von Handy. Ist klar. Oh Mann, ey, was für ein Tag. Was für ein Tag. Ja, bis 8, bis 20 Uhr werden wir wohl durchziehen. Bitte links halten. Ja, ja. Alter, diese Ruckler. Macht, so wie jetzt. Einfach mal langsamer werden. Kleiner Pisser.
Das hast du so gedacht. So, auf geht's nach Belgium. Weil das ist hier mal ein bisschen angenehmer. Zack, sind wir. Alter, was macht er denn hier? Hauptsache er ballert erstmal über den Parkplatz in der Hoffnung, dass er denn. Junge, wenn Stau ist, kann ich es ja noch verstehen, aber noch nicht hier. Hier ist doch nichts los. So ein Idiot. Oh, was ist hier jetzt wieder? Fahr, fahr, fahr. Bitte links halten. Aber, was ich jetzt schon mal sagen kann, ich würde mal sagen, so gut bin ich noch nie durchgekommen. Bis auf diesen scheiß Zwischenfall mit Greta. Unfassbar. Das, was ich hieß übrigens wirklich Greta. Das war jetzt kein Spaß. Ich würde gerne noch mal einmal Obetan gerufen. Und ich habe so ein leichtes Hüngerchen, weil oder hier nicht so. Toblerone ist mir auch schon weg. Mit was zum Natzen wäre nicht schlecht. Wie sieht das denn aus hier? Oha. Oha. Super Tag hell, wenn hier die Strahlen angehen, Alter. Jetzt habe ich im Stadion hier Flutlicht. Los auf der Bahn. Schöner Konvoi. Schöner Konvoi. Komm. Oha. Dor hat's gescheppert. Schönes Standbild. So muss das.
wir sind echt gut durchgekommen. Ich bin schwer begeistert. Anderthalb Stündchen haben wir noch. Ich glaube, dann klemme ich mir das auch wieder. Dann suchen wir lieber ein Schlafplätzchen. Direkt auf dem Rasthof und dann werden wir schön mampfen. Schönes Feierabendbierchen. Da! Das war der Marian. Oh! Ich meine, das war Marian gerade. Der fährt doch für die Spedition. Das ist doch... Doch, das war der. Muss ich mich mal schlau machen. Ich meine, das war... Ich könnte schon wieder im Strahl kotzen. Leute, was ist jetzt hier? Das ist mir zu blöd, ehrlich. Da habe ich gar keine Zeit für. Da haben wir keine Zeit für. Oh, warte mal, wir müssen mal schauen, wann der nächste kommen würde. Weil sonst bleiben wir nämlich gleich hier. Ja, das ist natürlich auch toll. Hier ist alles voll. Na, wir schauen erstmal. Wir schauen erstmal. Ach ne, guck mal hier. Guck mal, guck mal. Da werden wir uns postieren, Leute. Alles gut. Sprungreich, sprungreich. Alter, was ist denn da nun wieder los? Leute. Das sah nicht gut aus. Das war auch knapp gerade. Oh, sehr knapp, Ikowski. Hast du wohl so gedacht, mein Freund. Was hat er denn? Steht er denn da fast? Dussel. So.
Moin. Upala. Ja, du. Kommt doch schon unser Schlafplätzchen. Sehr schön. Rauskommen, Leute, muss ich mich, glaube ich, mal einfach mal ein bisschen anders hinstellen. Sonst kommt hier kein Mensch mehr raus. Das kann ich nicht verantworten. Wisst ihr, was ich meine? So. Oh, siehst du, passt doch. 8 Uhr. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Gefällt er nicht. Fahr doch. Aha. Passt, oder? Gefällt dir irgendwann nicht. Oh, er gibt ihn aber. Oh, ich bin aber auch kaputt jetzt, Leute. Ich werde jetzt nochmal einmal reinhüpfen in die Tanke. Und dann war es das für heute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen, euer Bollemann.